Hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Let's Play Together Halo Anniversary. Heißt es doch, oder? Ja. Zusammen mit Marco. Das ist jetzt mein Part, wo ich Hi sagen soll, oder? Ja, genau, das ist dein Part. Hi. Perfekt. Du warst, glaube ich, einmal bei COD dabei, ne? Bei dem Blackbox-Video, glaube ich, kann das sein? Ja, mit der Türk, hieß das so? Ja, genau, der Türk. Der hat einen eigenen Channel, Alter. Ja, ich hab den letztens, war so geil. Ich hab den letztens gesehen, der war, glaube ich, bei German Elite Army war der auch. Oh je. Da hat er irgendwie eine Mo-App bei Such und Zerstören geschafft, aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde mal sagen, wir fangen sofort an, oder wir spielen auf normal, weil... Das geht echt nicht auf legendär, das kann man knicken. Ja, einfach ist zu einfach und heldenhaft ist zu heldenhaft, ja. Ich finde, bei Halo gehen immer die letzten Level bloß auf legendär. Das funktioniert immer, aber alles andere ist... Ja, stimmt, bei Halo 3 auch, die Fahrt einfach nur, die war auf legendär immer easy. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich habe das letzte Level bei Halo 1 nie auf legendär geschafft. Aber die Szene ist ganz lustig, hättest du vielleicht mal machen sollen. Ja, ich habe die auch nur im Internet gesehen. Mit Johnson und dem Eliten. Ja, die null Sinn macht, aber hey. So, Licht aus, perfekt. Leck, 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 leck. Habe ich eigentlich Untertitel an? Ich glaub's ja nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaub auch nicht. Ups! Mensch. Ja, ich hab sie an. Ich glaube, sie beide kennen die Antwort. Ich hab sie nicht an, aber das ist ja egal. Sollten wir jetzt eigentlich nicht reden oder sowas? Weiß ich nicht, also das ist eigentlich relativ egal. Ich find's ein bisschen schade, dass man während den Zwischensequenzen nicht die Grafik ändern kann. Ja, das ist wirklich scheiße. Das wollte ich immer mal machen, aber es hat nie geklappt. Das geht doch nicht, man kann es nur davor machen. Ja, leider. Im Hauptmenü selber geht's, aber nicht in den Zwischensequenzen, das ist voll dumm. Ja. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Meine Soundkarte liegt gerade so dooferweise an dem WLAN-Ding der Xbox. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Dadurch gibt's so einen nervigen Ton, wie wenn dich einer anruft. Da sagst du was, warte mal. Mein Handy ist eh aus, okay. Ich muss aber mein Handy auf den Flugmodus stellen. Ja. Dämliche Smartphones, ey. Gehen Sie von drei Großschiffen pro Gruppe aus. Ich hätte aber schwören können, dass das damals noch nicht war, wo du noch dein altes Headset hast. Das hat erst mit deinem neuen Headset oder mit deinem neuen Handy angefangen, eins von beiden. Ja, ich glaube, es lag am neuen Handy. Na dann, geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Früher hatte ich noch das iPhone 3G. Nicht mal das 3GS, das 3G, das ganz alte. Das war gut. Das war scheiße. Das war richtig langsam. Empfangen wir Sie Habe schon angefangen. Ich halte noch nicht mein Smartphone, ich bin eigentlich nicht so der Handy-Fanatiker. Ich habe ein uraltes Handy, wo das Display am Arsch ist. Ein W880i, ob das noch einer kennt? Ich bin mit dem Galaxy S2 ganz zufrieden. Ei. Ja. Ich muss sagen, mittlerweile... Samsung-Botnet-Handys. Ja, mittlerweile finde ich auch Android besser als, eher das Betriebssystem vom Apple hier, das iOS, weiß ich auch nicht warum. Irgendwie... Das iOS ist eigentlich geil. Ja, ist so. Ja, das iPhone ist ja auch geil. Aber... Lass Handy fallen. Kumpel von mir hat sich zum Beispiel das... Oh Gott, HTC... Was weiß ich gekauft? Jedenfalls... Das war ja ich glaube schon irgendein neues. Das hat einen riesen Bildschirm, Alter. Das Ding ist noch größer als S2, Alter. Das ist voll hart. Je größer das Handy, umso kleiner wirkt das iPhone irgendwann. Naja, wahrscheinlich haben sie darum das iPad rausgebracht. Naja. Das iPad ist aber geil. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist wohl wahr. Das ist auch, was ich total unlogisch finde, günstiger als das iPhone. Naja, weil du nicht mit telefonieren kannst. Naja, könnte man eigentlich schon. Ja, über Skype oder so, aber... Ja. Mich hat das Intro von Halo nie interessiert. Mich auch nicht. Nur mir ist aufgefallen, dass Johnson kommt drauf an, auf den Schwierigkeitsgrad immer was anderes sagt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dass die Vertonung davon total scheiße ist. Ja, und dass die Lippensynchronität überhaupt nicht passt. Ja. Das war aber schon im alten Spiel so. Wow,
bauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Wir müssen das Tutorial nicht machen, ne? Weil wir zu zweit sind, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mal so. Aber ich glaube, das müssen wir machen. Nur wenn wir es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, müssen wir es nicht machen. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe das nicht oft zu zweit gezockt. Nur einmal, glaube ich. Okay, wir müssen es nicht machen. Yeah. Glück gehabt. Ist dir schon mal aufgefallen, wie total schwul der Kerl springt? Los, wir raus hier. Übelst. Leckst du? Und zwar wie? Oh, das ist nämlich nicht so gut. Ja. Warte mal. Was kann ich da jetzt zuverweise machen? Also ich habe gar nichts an gerade. Ich könnte mal Steam schließen, warum auch immer. Ich glaube, das ist wiederum... What the fuck? Verdammt! An mir liegt. Weißt du? Ja. Warte mal. Ich denke schon. Ich müsste mal... Was hast du davon, wenn wir nochmal anfangen? Okay. Dann bis gleich. Ja. So, da sind wir wieder. Und anscheinend geht's jetzt ein bisschen besser. Ja. Dafür ist seine Stimme ein bisschen komischer, aber das geht schon. Echt so passen. Ja, das passt. Eigentlich sollte Torben auch noch mitspielen, aber ja, wir haben ja dann, wir haben dann mitbekommen, dass es nur zu zweit in der Kampagne geht. Das war ein bisschen doof. Aber ich habe ihm versprochen, dafür mal seinen Kanal in die Beschreibung zu tun. Ja. Da habe ich ihm so todesmutig versprochen. Und ich weiß gerade echt nicht, ob es zu laut ist. Na, ist egal. Ja, klar, dann ist hier bei Fraps auf, kann ich nicht runterdrehen. Also dich hört man ja, ich wollte mir demnächst mal DxTauri kaufen, aber der DxTauri bringt mir eigentlich gar nichts, weil DxTauri erkennt das, die Avamedia-Karte nicht. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist nicht ganz so gut. Der Captain braucht sie dringend auf der Brücke. Folgen Sie mir! Bringe über ihn drüber, das funktioniert meistens. Ja, hatte ich vor, aber... Okay. Auf geht's, Chief! Wow. Oh mein Gott! Ist dir das mit Keith schon mal aufgefallen? Nee. Ist dir aufgefallen, dass er ein Trollface ist? Ein was? Ein Trollface. Kennst du diese Wagefaces? Jein. Hier ist das Trollface. Ja, ich finde das so geil. Aber es ist auch nur in der HD-Version, da also in der überarbeiteten. So, hier in der Text-Version. Boah, ich get. Na los, schalt um. Soll's umschalten. So. Ich will die Cutscene in HD betrachten. Was ist mir aufgefallen mit Keith? Wenn du den jetzt in den Kopf schießt, kommen Johnson und ein paar Marines und bringen dich um. Du kannst die Marines und Johnson aber nicht umbringen. Ja, na klar, hat mir das aufgefallen. Es sieht nicht gut aus. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kamm-Schiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Sieht auch aus. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch ihre Fahrweise. Haben sie mich vermisst? Verdammt! Was war das denn? Das ist ja bekloppte Controller, ich leg den mal auf den Tisch. Ich hasse diese scheiße Vibration. Das hat eben perfekt gepasst. Neuer Befehl, Code-Protokoll, Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Oh nein. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Sozusagen. So. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, ich finde, dass du den Halo-Ring voll scheiße gemacht haben. Der sieht total bekloppt aus. Geht. Eigentlich. Naja, ich hatte es halt lieber, als der noch so eine normale Form hatte und nicht dieses komische, das sieht aus wie der Gramm vom Todesstern. Also verlassen ja. Das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und so eine Scheiße. Der Todesstern war aber auch imposant. Und groß. Und grau. Und Menschen haben drauf gelebt. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Die haben schon einige Gemeinsamkeiten. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Ich stelle mir gerade Darth Vader vor, wie er draußen auf dem Todesstern Golf spielt. Oder sitzt so in Hotpants, sonstig ein bisschen, ohne Sonne. Das auch nicht schlecht. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Jupp.
Tür zu. Ich glaube, der Master Chief hat eine andere Stimme bekommen, kann das sein? Ja. Den alten Synchronsprecher konnten sie scheinbar nicht mehr auftreiben. Der ist tot. Wobei das eigentlich auch Unsinn ist, weil es sind eigentlich genau die gleichen Stellen. Also, sonst ja. Dinger. Aber ich glaube, er hat sowieso in fast jedem Spiel eine andere Dings, ne? Ja. Ich glaube, wie es pädophil wird. Sie wurde von Teil zu Teil tiefer. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterbringen. Du kriegst die Waffe? Warum kriegst du die Waffe? Soll ich? Ich bin am Arsch. Ach ja, nebenbei hier ist irgendwo ein Terminal, warte mal. Da, hier. Link. Yay! Muss ich das jetzt zeigen? Ne, ist eigentlich völlig uninteressant. Aber da, falls es noch nicht habt, da ist eins. Ist auch eines der wenigen, die ich kenne. Ich glaube auch, dass du eine Waffe hast, oder habe ich die nur? Echt jetzt? Ne, ich glaube, ja, ich hab sie auch. Aber er hat sie dir gegeben. Weg. Weg. Yeah! Aber ich hab das MG. Yay! Ich kann dieses Spiel wirklich nicht. Ja, zur Not schieben wir es auf den Lag. Ja, was wird das? Ich schlag ihn! Ich glaube, die Schüsse sind ein bisschen zu laut. Das finde ich auch dumm. Man kann, glaube ich, das nicht einzeln einstellen, ne? Den Sound. Nee, ich glaube, das geht auch nur gemeinsam, ja. Wieso habe ich eigentlich die Waffe gewechselt? Weil du es kannst! Nein, ich möchte es aber nicht können. Ich töte den Eliten, wenn ich ihn denn finde. Ich finde auch die Dingens eigentlich am cleversten, also die KI vom ersten Teil. Weil die Eliten mit den ganzen rumspringen, das geht mir total auf den Keks. Findest du? Ja. Was ich merkwürdig finde, das habe ich früher mal gemacht, wenn mir langweilig war. Bei der alten Grafik konnte man immer so lange auf das Vieh einhauen, bis überall Blut war. Ja. Dann wurde auch das Ding voll langsam, der Rechner irgendwann. Also die Xbox. Das geht bei der neuen Grafik nicht. Nee, das ist auch nicht mehr so blutig wie damals. Was ja, außer man irgendwie schade finde. Obwohl, wenn ich jetzt wieder in die neue Grafik... Ach du Scheiße, sieht voll auf wie ein Massaker. Ja. Ich bin eine schlechte Person. Eine schlechte Mutter. Mensch. Heute spielt Bayern. Ja. Wann spielen die eigentlich? Heute Abend? Morgen so in dem Dreh? Ja, heute Abend ist gut. Du hast mich jetzt nicht echt geschlagen. Sorry. Er schlägt mich. Ich brauch die Waffen wieder. Er schlägt mir voll in den Nacken, Alter. Du sahst so blau aus, Mann. Ich sah so blau aus, ja. Oh Gott. Das wird so gut. Ich werd meistens nur durch dich sterben. Wahrscheinlich. Oh Mann, Mist. Hä, wie dann, wenn ich Granaten? Oh. Granaten kriegt man nur auf Heldenhaft oder ja, auf Legendär. Also ich damit es am Anfang ein bisschen leichter ist. Super Schilde! Ja, aber das ist, ich hab grad Granaten. Sie benutzen die Luftschleusen der Rettungskräfte, ich auch. Guck mal, Granate. Ja. Ich hab's überlebt! Liebe Super Schilde! Super Schild! Oh Mann. Ja. Wie war nochmal das, Wow, ich kann auf ein Steuerkreuz gehen. Wie geil ist das denn? Hä, aber wie kann ich denn das Licht anmachen? Oh, so. Okay. Mit Dingens. Mit LB. Ja, mit LB. Cool. Ich hau ihm ins Genick. Genick, Genick. Yeah. Oh. Scheiße. Wow, ich gehe auch gleich drauf. Ah, stopp. Echt nicht lustig. Ah. Das geht so geil los. Ich hab keine Munition mehr. Nein. Ich schlag ihn. Hau ihn kaputt, Junge. Ich schlag ihn. Ist er tot? Ja. Er ist tot. Hau ihn kaputt, Junge. Ich kann die Kamera gar nicht drehen. Ich hab grad so eine dämliche Kameraperspektive von dir. Und mein Controller vibriert ununterbrochen. Warte. Oh, verdammt. Boah. Ist das... Bei dieser Menge an Monster... Leggy. Yeah! Okay, ich brauch Waffen. Danke. Würde sagen. Vielleicht sollte ich eher vorrennen, damit ich dich nicht schlage. Ist gut. Oh, ich hab Medipack. Ha! Nein! Ah, du bist ja wieder. Ja. Oh, ich hab Waffen. Das wird so toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Boah, leck. Also bei mir leckt es manchmal bei den Speicherpunkten. Ja, bei den Speicherpunkten. Futsch. Stirb. Oh, ich kann... Kannst du Granaten werfen? Also ja. Ich meine, ist es so, dass die treffen?
Achso, nein, also ich hab...